Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Kirschkuchen mit einem Hefeteig und einer Schmandcreme. Für unseren Hefeteig verkneten wir Mehl, Trockenhefe, Milch, Zucker, Salz, Ei und Margarine. Ich verknete das Ganze mit einer Küchenmaschine, ihr könnt aber auch ganz normal die Hände nehmen. Damit haben wir jetzt den Hefeteig fertig. Und den decken wir jetzt ab und lassen ihn gehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Dann gebt ihr den Hefeteig in eine Backform, die ihr vorher mit Backpapier auslegt. Die Backform entspricht ungefähr die Größe von einer Springform. Wenn ihr nicht so eine viereckige Backform habt, könnt ihr auch natürlich eine ganz normale runde Springform nehmen. Ihr verteilt jetzt den Teig schön gleichmäßig in der Form. Den Rand drückt ihr etwas hoch. Jetzt lasst ihr den Teig noch mal kurz in der Form ruhen. Während unser Teig jetzt noch in der Form ruht, bereiten wir schon mal den Guss zu. Dazu brauchen wir Eigelb, Creme Fraiche, Zucker, Vanillezucker und Puddingpulver Vanille. Das Ganze verrühren wir jetzt. Die Schmandcreme stellen wir jetzt erstmal kurz beiseite. Jetzt braucht ihr ein Eiweiß und das schlagen wir jetzt zu Eischnee. Den Eischnee gebt ihr dann zu der Schmandmasse mit dazu. Und hebt ihn mit einem Löffel dann nochmal kurz unter. Damit haben wir jetzt die Schmandmasse fertig. Jetzt geben wir die Schmandcreme auf unseren Hefeteig. Und dann verstreichen wir die Schmandcreme schön gleichmäßig auf den Boden. Als nächstes brauchen wir jetzt Kirschen aus dem Glas. Die lasst ihr schön abtropfen. Und die verteilen wir jetzt auf der Schmandcreme. Dann backt ihr den Kuchen bei 200 Grad ungefähr 30 Minuten. So sieht der Kuchen jetzt fertig gebacken aus und den lasst ihr jetzt erstmal richtig schön in der Form abkühlen. Ich schneide den Kuchen jetzt mal an, damit wir den Kuchen auch mal von innen sehen. Hier seht ihr den Kuchen jetzt mal aufgeschnitten und damit haben wir dann unseren Kirschkuchen fertig. So meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.